So, hallo, herzlich willkommen zurück zu Let's Play Battle Chasers Night War. Und so wie es aussieht, geht's jetzt gleich in den Endkampf. Wir konnten uns hier einmal voll heilen. Wir futtern einmal kurz noch ein bisschen was. Ich probiere eine Sache kurz aus. Kann ich beides essen? Ich glaube, es kann nur eines gleichzeitig gelten, oder? Yep. Das heißt, dann wurde jetzt der Crit überschrieben. Ist okay. So wie es aussieht, geht es hier ohne Umschweife, ohne Dungeon direkt zum Endkampf. Etwas zu still. Und wenn sie beide dort sind, dann haben wir doppelt so viel Spaß. Ja, es geht um Kedral und Verus. Wir müssten doch etwas hören, oder nicht? Wer weiß, wie Vampire und Dämonenfürsten ihre Kämpfe austragen. Die Spannung bringt mich auch schon um. Bringen wir es hinter uns. Genau. Okay, jetzt wird's interessant. Nix? Verus ist nicht hier, fürchte ich. Er und seine Hexe haben sich einen schlauen Plan ausgedacht. Aber das ist egal, wohin er auch geflohen ist. Ich werde ihn finden. Ihr könntet mich begleiten. Du gehst nirgendwo hin, nur zurück in deinen Käfig. Alumon, du hast es deinen Kameraden gar nicht erzählt, nicht wahr? Dass deine Macht aus derselben Quelle wie meine stammt? Blutmagie. Das wissen wir längst. Ach, Schwertkämpfer, ich sehe das Dunkel in dir. Warum kämpfst du gegen diese größte aller Gaben an? In jedem von euch gibt es einen Schatten. Das Gute ist nur ein Käfig für das ehrgeizige Dunkel darin. Ich kann euch mächtig machen. Ich kann euch Freiheit geben. Nichts als leere Worte, Dämon. Du redest von Macht und Freiheit. Doch deine eigene Haut ist ein Gefängnis. Komm, sehen wir uns dein wahres Ich an. Okay, also nur Kedral. Im Körper von Destra. Ja. Okay. Interessant. Hat Immun gegen Betäubung. Oh. Vermindert den erlittenen magischen Schaden um 50%. Kann sich also wahrscheinlich entscheiden, wovon er von sie weniger Schaden nimmt. Steigert die Eile passiv. Okay, zuallererst. Ach, oder. Er ist hier dran. Hauen wir erstmal einfach damit drauf. Bisschen zerreißen ist gut. Du machst schleichender Tod. Die Frage ist, ob Verus sich dann vielleicht einschaltet, wenn Kedral einfach wenig Lebenspunkte hat, oder ob Verus vielleicht gar nicht mehr vorkommt. Das wissen wir alles nicht. So. Okay, trifft einfach alle. Und das auch mit ordentlich Blutung. Dann reinigender Regen. Du hier hingegen machst Schwäche ausnutzen. Ah ne, warte, Riposte. Kedrals Mal. Was macht er? Oder sie? Ist es schwierig? Verhängnis. Und was genau ist das jetzt? Fügt so und so viel nachhaltigen Schadens zu, nachdem 5 Aktionen ausgeführt wurden. Ja, sehr fair. Und vor allem etwas, was man nicht aufheben kann. So, Schwäche ausnutzen. Okay. Das heißt, wenn Gali sowieso gleich draufgehen wird, lohnt es sich viel eher einfach zu sagen,
Wir machen Damage. So, du machst zur Sicherheit ein Beschützerlied. Du packst das Gift wieder drauf, sobald es geht. Nutzt weiterhin die Schwäche aus. Ah, betäubt. Ja gut, das sorgt dafür, dass Gulli länger lebt. Störe ich mich nicht dran. Ah, okay. Nimmt jetzt weniger physischen Schaden. Das Ding macht normal Schaden. Das hier macht magischen Schaden. Okay. Hast du irgendwas, was magischen Schaden macht? Der Kanonenschuss. Aber gerade ist es wichtiger, einmal durchzuheilen. Du hier kannst wieder den schleichenden Tod draufhauen. So, und wenn Gulli wieder da ist, kann sie zumindest verspotten. Looternte. Ach, die Sache wieder. Reinigende Bombe, reinigende Bombe. So, verspottet. Oh, die macht den Scheiß schon wieder. Dann mal damit gegenheilen, weil es nicht anders geht. Sonst sind wir nicht schnell genug. So. Gulli, wie lange hält's noch? 2 Runden, okay. Reinigende Bombe, geht nicht anders. Beschützerlied. Bitte sagen. Okay, Kedras Umarmung, bitte sagen, dass es nicht wieder Flächenschaden macht. Nee. Es macht einfach nur Schaden da. Okay. Gut, das Gift hält nicht mehr. Das heißt, das ändern wir, weil das macht nachhaltigen Schaden. Und damit ist das für die Gute auch egal, was sie da für einen entsprechenden Schaden aussucht, gegen den sie sich resistent macht. Mit Verzückung. Ach, das ist wieder das. Betäubungsimmun. So. Du benutzt wieder Heldentum, wenn du rechtzeitig drankommst. Ich glaube, die stirbt vorher. Du machst zur Sicherheit einmal reinigenden Regen. Moment. Ich guck kurz was nach. Sind wir in dem Bereich, in dem wir gerade Schaden machen, also mehr Schaden machen mit dem Zeug? Rechner. Wir müssen unter die 60%. Das heißt, wir brauchen unter 22.626 und das haben wir. Es wird Zeit. Yep, und macht sich sogar wieder die magische Barriere drauf. Das heißt, der ganze physische Kram kommt jetzt noch stärker durch. Wir sind genau in unserem Metier. Oh. Könnte jetzt aber auch sein, dass wir jetzt draufgehen. Ich weiß es nicht. Oha. Moment, haben wir nicht sogar was mit Flakon der mäßigen, der großen? Okay. Du kannst jetzt erstmal
sie reinkarnieren, du hier verspottest. Moment. Ach, wieder die Sache mit, du stirbst gleich. Na. So, wir sorgen jetzt weiterhin dafür. Galli macht nichts anderes als einfach nur noch Schilde. Der Schaden. Du verringerst den erlittenen magischen Schaden. Da steht einfach nur Schaden. Das ist also kein magischer Schaden, wenn ich das richtig verstehe. Und tut auch entsprechend weh. So, du haust eine Hinrichtung raus. Und ich glaube, wir brauchen wieder reinigenden Regen oder sowas. Und zwar dringend. Aber wir sind auf einem guten Weg. Das Problem ist halt, dass die oft dran ist. Okay, verschiebt nur Barriere in Richtung physisch. Da gibt's Schlimmeres. Heldentum. Okay. Die macht mir den Scheiß entschieden zu oft. So, Gift. Und Beschützerlied, aber sowas von. Oder haben wir vielleicht ein... Wir haben, glaube ich, keine krassen Gruppenheilungsflakons, oder? Kleiner, mäßiger... Himmlischer Heilungsflakon. Das lohnt alles nicht. Vor allem die Gruppenheilungsflakons sind echt nicht so geil. Da dann doch lieber sagen, hey, Beschützerlied. Warte, Schutzschild und Blutfestung. Solange der Schild Bestand hat, wird jede Runde allen Helden Lebenskraft entzogen und jedem... Okay. Ich verstehe. Manche Leute wollen es eben auf die harte Tour. So. Boah, dieser Schild, der... Okay. Moment, jetzt gerade ist... Gegen welchen Schaden? Gegen physisch. Kanonenschuss. Und ihr geht jetzt langsam das Mana aus, also muss... Ach, Kacke. Wirkt Dunkelstern, was auch immer das macht. Ich habe das Gefühl, es wird eine Flächensache werden. Ach, das ist die Sache. Okay. So, wir müssen wieder vergiften. Das Problem ist, dass die ganze Zeit dieser Schaden durchkommt. Monika ist jetzt gleich wieder tot. Oh, noch nicht ganz. Okay, wir brauchen ein Schild für alle. Galli ist sowieso gleich dran. Also, da ist es egal. Galli stirbt gleich. Oh, na super. Das war so nicht geplant. Okay, das heißt, wir müssen den Flakon der mäßigen Wiederbelebung für den Tank benutzen.
komm. Der Schild muss weg. Der Schild muss sowas von weg. Danach können wir uns entscheiden, was wir sonst noch machen. Aber könnte auch sein, dass wir bald wiederkommen. Also, dass wir es nicht direkt schaffen und wiederkommen müssen mit mehr Zeug. Aber der Schild hat uns echt einiges versaut. So, jetzt kommt die Bluternte. Da ist die Abwehrhaltung besser. Aus erkennbaren Gründen. Und wie viel Schaden macht die... Okay, gut. Das reicht zumindest, um den reinigenden Regen zu machen. Mach direkt noch eine Bluternte hinterher. Ich weiß, müsste aber reichen, dass die das übersteht. Ach nee, stimmt. Er wird ja kampfunfähig. Dreck aber auch. Ich komme aus dem Wiederbeleben und so nicht mehr raus. So. Zum Glück haben wir noch große Wiederbelebung. Du kannst verspotten. Ich scheiß jetzt auf die Sachen, die sonst einfach zu lange dauern. So, sie geht zwar jetzt drauf, aber wir können sie jetzt direkt wieder mit vollem Leben wiederholen. Wie gesagt, wir machen jetzt mit ihr hauptsächlich Schilde, weil... Oh, hat verfehlt. Perfekt. So, du machst reinigenden Regen. Und du machst Hinrichtung. Wir müssen alles auf die draufhauen, was geht. Auch wenn der physische Schaden verringert wird. Ja, natürlich macht sie das einfach zweimal. Will die mich komplett... Ach, das ist doch lächerlich hier. So, wir wollen jetzt wirklich einfach nur Schilde. Wir wollen überleben. Lang genug überleben, um dir genug Schaden zu machen. Natürlich. Wäre ja auch zu schön gewesen. Aber gut, wir haben noch mäßige Wiederbelebung. Wir können ihn zumindest mit 50% wiederholen. Ah, verdammt. Aber ich glaube, wir brauchen erstmal verspotten. Okay, die wirkt diesen Dunkelstern. Dann machen wir einen Verabschiedungsstreich. Mehr ausweichen. Der hätte jetzt auch nichts gebracht, den wiederzuholen vorher. Aber die macht auch die ätzendsten Sachen jetzt. Lebt noch. So. Zeug. Jetzt beleben wir wieder. So, macht Kedrals mal. Das kann mir scheißegal sein. Weil das macht sie auf jeden Fall auf den Tank. So, du hier machst jetzt wieder Hinrichtung. Oh, du hier machst ein Beschützerlied, aber sowas von sofort. Und du Heldentum, wir brauchen Schilde, wir brauchen Schutz für die anderen. Och nee, die macht schon wieder die verdammte Blutfestung. Das ist doch ein schlechter Scherz. Und die hat nach wie vor den Schutz gegen gegen physischen Schaden. Boah. Ich drehe hier noch durch in diesem Kampf. Wir brauchen trotzdem erstmal reinigenden Regen. Und das hier.
Es ist so lächerlich einfach, dass die sich wieder diesen Schild draufhaut. So, kann... Komm, verkrüppeln ist besser als nix. So, weil ich weiß, dass mit Sicherheit jetzt gleich wieder anderer Kram kommt. So. Haben wir irgendwelche Mana-Flakon? 20, ist ja lächerlich. Gibt's irgendetwas, was... Nicht, dass ich das hier sehen würde, verdammt. So. Problem ist, dass sie sich halt die ganze Zeit weiter hochheilt. So, arkane Krankheit, ja. Natürlich war die jetzt einfach zweimal dran, ist ja auch klar, muss ja. So, bitte. Natürlich. Okay, wir sind sowas von tot. Ach, was soll ich denn da noch... Okay, Niederlage. Und wir stehen wieder hier. Okay. Ich glaube, das klingt nach... Oder es stinkt nach Revanche. Wir werden es auf jeden Fall nochmal probieren. Und ja, dann gibt's hoffentlich genug aufs Maul für die Gute. Wir wissen auf jeden Fall jetzt, dass wir die ganze Zeit auf diese Blutungen achten müssen und wir müssen die Möglichkeit haben, wirklich, 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 wirklich viel Schaden zu machen. Aber das ist nicht einfach, vor allem weil die halt ständig auch verschiebt, gegen was sie jetzt resistent ist und gegen was nicht und sowas. Boah, übel. Und dann hat sie am Ende die ganze Zeit einfach dieses Physische gehabt und Physisch ist halt unser größter Schaden. Aber gut, wir kriegen das hin. Vielleicht nicht heute, aber vielleicht beim nächsten Mal. Also dann, lasst ein Däumchen da, wenn es euch trotzdem gefällt. Bis zum nächsten Mal. Cheerio!